Hey, hallo und willkommen zu diesem Video hier. Mein Name ist Kedos und ich werde euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Allerdings weiß ich selbst noch gar nicht, worum es denn in dieser Geschichte so gehen wird, was der Inhalt sein wird, was für Personen darin vorkommen, was die Personen so miteinander treiben. Wird es traurig, wird es lustig? Ich habe keine Ahnung, denn ich werde einen Großteil dieser Geschichte improvisieren. Allerdings nicht alles, denn ich habe hier eine grandiose Seite gefunden namens Satzgenerator.net. Ich lese mal kurz vor. Der Satzgenerator erzeugt absurde Sätze, indem zufällige Wörter anhand von Satzschemata zusammengefügt werden. Also kurz gesagt, spuckt mir dieser Zufallsgenerator hier einen komischen Satz nach dem anderen aus und um diese Sätze drumherum, aufgrund von diesen Sätzen, die ich hier zufallsgeneriert bekomme, werde ich einfach eine Geschichte erzählen, eine Geschichte improvisieren. Das kann jetzt natürlich auf der einen Seite super komisch und vielleicht auch super langweilig werden, aber auf der anderen Seite kommt vielleicht auch der ein oder andere Lacher bei rum. Da werden wir jetzt auch mal gucken. Ich habe auch schon so ein bisschen rumprobiert, ein, zwei Testaufnahmen gemacht, mich ein bisschen warm gegroovt und bin jetzt dafür bereit, hier live in der Aufnahme mir den ersten Satz, den Einleitungssatz für unsere neue improvisierte Geschichte mit dem Satzgenerator geben zu lassen. Braun ist eine erbarmungslose Farbe. Braun ist eine hässliche Farbe. Ja, braun ist sogar die Farbe, die aus allen Menschen herauskommt. Wenn ich braun sehe, dann weiß ich nicht, an was ich denke, dann fällt mir vieles ein, aber vor allem, dass diese Farbe nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Erbarmungslos, ja, das ist diese Farbe. Der Dumme hat eine Verletzung am Zeh. Daran erinnerte sich Paul, als er diesen Monolog über die Farbe Braun im Fernsehen hörte. Der Dumme, damit war sein kleiner Bruder gemeint, den er grundsätzlich nur der Dumme nannte. Sein eigentlicher Name war Dumme Jacques Meracke. Ein Name, der früher französischen Adligen gegeben wurde und seine Eltern hielten dies für eine gute Idee. Damals, als das Kind der Dumme Jacques Meracke zur Welt gekommen war. Manchmal sprach man diesen Namen auch anders aus. Aber meistens so. Der Dumme hatte, wie gesagt, eine Verletzung am Zeh. Aber es war nicht irgendein Zeh, nein, es war der große Zeh. Und da man davon nur zwei besitzt, war das eine schwerwiegende Verletzung. Orange ist eine gigantische Farbe, ging der Monolog im Fernsehen weiter. Und so langsam könnte sich vielleicht der gemeine Hörer oder Leser dieser Geschichte die Frage stellen, was für ein TV-Programm man mit der einschalten muss, um einen Monolog über die verschiedenen Farben zu hören. Wer schleicht schaulustig im Freudenhaus? Hörte man den alten, senilen Nachbarn aus der Nachbarswohnung. Im Freudenhaus. Wer schleicht schaulustig heraus aus dem Freudenhaus? Der alte Mann war früher Betreiber eines Freudenhauses gewesen und ging davon aus, dass er in eben diesem nach wie vor wohnte und dass eben dieses Freudenhaus durchgehend heimgesucht wurde von schaulustigen Schleichern. Wer schleicht, wer schleicht? Eine Bratpfanne traf den Alten am Kopf. Er starb. Klaus, der Glasmaler aus Luckau, fickt Brian. Brian, das ist in diesem Fall nicht der sympathisch intelligente Hundeautor aus Family Guy, sondern die große Liebe von Klaus, dem Glasmaler aus Luckau. Klaus hatte sich in Brian schon beim ersten Koitus verliebt, der eher zufällig als bewusst passierte. Auf diese Geschichte möchten wir aber nicht genauer eingehen. Denn wir wissen, dass Liebe etwas ist, das auch intim bleiben muss, das intim bleiben kann, damit sie wie eine Blüte an einem warmen Sommermorgen aufrechterhalten wird. Bruder Linus ist der witzigste Mönch im Orden. Warum wir jetzt plötzlich von einem Mönch reden, mag man sich fragen, es liegt schlicht und ergreifend daran, dass die vorherigen Geschichten auserzählt sind. Deswegen beginnt hiermit in dieser Geschichte ein neues Kapitel.
Und die Hauptfigur, der Protagonist, wird gewechselt, um dem gemeinen Leser oder Zuhörer dieser Geschichte einen Perspektivenwechsel und ein möglichst vielfältiges Ensemble in dieser Geschichte zu ermöglichen. Bruder Linus ist jedenfalls der witzigste Mönch im Orden. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Bruder Linus weder den Orden noch sein Dasein als Mönch sonderlich ernst nimmt. Ganz im Gegenteil, eigentlich strebte Bruder Linus eine Karriere als Stand-up-Comedian an und hatte auch einige Vorarbeiten im Vorprogramm von Mario Barth übernehmen dürfen. Doch nach 2, 3 Shows wollte er das nicht mehr. Deswegen ging Bruder Linus als Mönch in einen Orden von schweigenden Mönchen und brach jeden Tag von neuem sein Schweigegelübde um schlechte Flachwitze à la »Wer klopft da? Es ist der witzige Mönch« an die Ordensbrüder heranzutragen. »Die Frau isst nicht oft Kartoffelkekse mit ganz viel Schokoladenbrei«, schrie er eines Tages über den ganzen Hof. »Die Frau isst nicht oft Kartoffel!« Eine Bratpfanne traf ihn am Kopf. Er war sofort tot. »Im Treppenhaus kotzt die rektale Lisa blutig«, war die Schlagzeile, die daraufhin in allen Zeitungen des Landes zu lesen war, denn die Bratpfanne hatte auch die rektale Lisa getroffen. Da die rektale Lisa schon häufiger Probleme mit ihrem Magen besaß, kotzte sie sofort das ganze Treppenhaus inklusive der Bratpfanne voll. Die Bratpfanne wird heutzutage noch in verschiedensten Kochsendungen verwendet und gilt als besonders fest. Die Techno-Band Ungewaschene Reibestrudel besteht aus Annette, Bettina und Christa. Wie sie auf diesen Namen gekommen waren, konnte sich keiner der beiden, obwohl sie eigentlich 3 waren, erklären, aber Annette wurde durchgehend von Bettina und Christa ausgegrenzt. Höchstwahrscheinlich entstand dieser Name auf einer ihrer legendären Partynächte. Wobei man dazu sagen muss, dass Annette, Bettina und Christa nicht wie andere Menschen feiern gingen, sondern sich mit Kleber zuschnüffelten und daraufhin in Kindergarten einbrachen, um dort mit den Bauklötzen zu spielen. Das war für Annette, Bettina und Christa die größte Partyerfahrung ihres Lebens. Alle 3 waren 83. Bratpfannen flogen durch die Luft, sie starben. Ja, das war's mal mit diesem kleinen Versuch, was eine improvisierte Geschichte mit Satzgenerator angeht. Also 1, 2 Sätze waren ja dabei, die wirklich ganz schön über die Stränge geschlagen sind. Ich habe natürlich schon auch so ein bisschen geschnitten, wenn sich's angeboten hat, aber an sich habe ich versucht, ja alles so in einem Flow irgendwie so ein bisschen durch zu improvisieren, aber es ist auch schon ein bisschen später. Eigentlich ist es nicht so spät, ich habe halt nur einen müden Tag. Ist vielleicht auch, ich dachte eigentlich, das wäre ganz gut dafür, weißt du, um was zu improvisieren, wenn man müde ist, dann hat man ein kreativeres Gehirn. Wenn es euch gefallen hat und wir das vielleicht nochmal ausprobieren wollen, also ich weiß nicht, ob es jetzt schnell, es ist schon schwierig, weil die Sätze schon sehr zusammenhanglos sind und da dann irgendwie die Sprünge zu schaffen, wenn mit jedem zweiten Satz ein neuer Charakter eingeführt wird, das ist ein bisschen schwierig, aber wenn ihr wirklich wollt, dann probiere ich es vielleicht nochmal, aber das ist doch eigentlich schon mal, also trotzdem ein Experiment gewesen. Weißt du, eigentlich könnte sowas, ich finde, das sollten die genauso im Fernsehen übertragen.